Liebe Leute, habe die Ehre zusammen und wie immer willkommen zurück zu Dredge Platin Re-Upload. Ja, endlich haben wir den Windstang erreicht, hat ein bisschen gedauert. Mein nächstes Ziel, bevor ich da irgendwas sonst noch machen werde, ist erst einmal mein Schiff verbessern. Dazu fehlt mir aber Kohle. Ich brauche nämlich, wenn wir jetzt zum Schwimmdock gehen, insgesamt 1500 Dollar. Ich habe ja etwas mehr als die Hälfte. Das bedeutet, wir gehen jetzt erst einmal zum Fischen. Es hilft nicht. Beziehungsweise, ich muss mal ein bisschen häufiger das hier benutzen. Mangroven, hier. Wir fahren dahin und schauen, was da an Fischarten auf uns wartet. Okay, das sind die kleinen Fischis. Was haben wir? Warum? Ach so, die fehlt der Angelrute. Ah. Okay. Das ist nicht so dolle. Aber hier, da haben wir einen Schatz, Freunde. Nehmen wir mit und dredgen müssen wir. Ja, super, Andi. Erkennungsmarken. Die heben wir uns auf. Die verkaufen wir nicht. Ja, dann dredgen wir halt erst einmal. Dann wäre es eigentlich an der Zeit, die Angelroute mal umzubauen. Oh, Forschungsteil. Nice. Na, wenn wir da runter. Es ist eh wurscht. Wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Völlig egal. Wir brauchen es dann so oder so noch für die letzte Stufe, sag ich mal, vom Boot war. So, hier ist der Flugzeug abgestürzt. Ich glaube, ansonsten kann man hier nichts machen. Nee. Das ist ein Forschungsteil, das ist super. Man Platz nicht zu verschwenden. Sensationell! Oh! Rumpf beschädigt, Holzplanken über Bord gegangen. Ja, gut, dann ist es halt so. Dann ist. Oh! Ist es DLC? Das ist der DLC, Freunde. Das ist er. Das ist der vor kurzem erst. Released worden ist, die Iron Ring, die Ölplattform. Den machen wir aber in einem separaten Video, das hat mit der Platte nichts zu tun, Freunde. Okay, wir fahren jetzt wieder nach Südwesten. Zurück zum staubigen Ponton, oder Ponton, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ist ja wurscht. Oh! Was das denn fein ist, das kenne ich nicht. Das ist schon wieder irgend so Piratenflaggenzeug, was keiner braucht. Na freilich, eine Hakenflagge. Das sind alle, gell? Ja, ja, kann ich nicht fangen. Das ist, ja. Ja, meine Ausrüstung passt nicht. Na gut, dann haben wir diesmal keine Fische gefangen. Soll jetzt auch kein Weltuntergang sein. Ja. Lager, Lager. So, dann gehen wir zum Forschen. Ah ja, das Ding, das haben wir ja schon. Schau's mit dem Motor. Ah ja. Ja, prinzipiell ist es egal. Vulkanisch Küsten, Mangroven, flach. Es ist, brauche ich alles nicht, den Scheiß. Zumindest jetzt noch nicht. Auf jeden Fall brauche ich das Teil.
die endlose Winde brauche ich auf jeden. Weil, dann kann ich nämlich die Krone, das da, kann ich da mal entfernen. Jetzt erst einmal reparieren, so, weil schon wieder alles kaputt ist. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall andere Angelrute. Was bedeutet, jetzt warte mal, Küstennähe, Flachwasser bleibt da mit, denke ich mal, drin. Das weiß ich, Ozean, das Ding kann nur ozeanisch. Vielleicht werde ich darauf jetzt einmal verzichten. Denke ich, beziehungsweise, warte mal. Wir bauen wir das jetzt einmal aus. Nur ausbauen und schmeißen wir es ins Lager. Verkaufen auf keinen Fall. Dann, ja okay, dann sind zwar meine Kohlen wieder weg, aber ich kaufe mir jetzt die Angelrute. Die kann nämlich alles. Was, schneller tot? Erreiche eine kombinierte Fanggeschwindigkeit von 200%. Warum gefällt mir dies, Freunde? Ich bin begeistert. So, jetzt haben wir eine Route für alles, gell? Sogar vulkanisch, das heißt, fürs nächste Gebiet sind wir auch gewappnet. Was aber auch bedeutet, ich kann dieses Teil hier verhökern, das braucht kein Mensch mehr. Wozu bitte? Das baut man ins Lager rein. Das Einzige, wofür ich jetzt keinen Platz mehr habe, ist ozeanisch. Zumindest aktuell nicht. Nee, das funktioniert nicht. Das kann ich drehen und wenden, wie ich will. Kann ich das Ding drehen? Warte mal. Völlig kann ich es drehen. Ich könnte es drehen. Aber das wird mir leider nichts bringen. Nee. Nee, 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 nee. Ja, da müssen wir ozeanisch derweil mal zu Hause lassen. Es hilft nichts. Flexible Angelrute. Flexible Angelrute. Achso, die hat zwei. Was haben wir denn überhaupt noch im Lager? Ah ja, genau. Die hydraulische Angelrute. Und? Ja. Das Einzige, was ich noch erhöhen kann, ist die Fanggeschwindigkeit, ne? Dann machen wir das halt so. Dann nehmen wir noch die Küstennähe Flachwasser, also die flexible Angelrute nehmen wir noch mit. Da geht es einfach nur darum, nochmal, wie gesagt, etwas die Fische schneller reinziehen zu können. Der Rest ist wurscht. Von den Motoren her kann ich jetzt hier aktuell nichts tun. Außer ich baue das Ding hier aus. Und tausch gegen einen verbesserten Außenborder. Ja. Weil es eigentlich mir egal ist. Das können wir entfernen. Das passt. Ich habe jetzt ein paar Plätze mehr, die ich nicht brauche. Vorerst. Da kommen wir aber dann schon passend hin irgendwann. So, auch 96%. Super. Das haben wir auch fast erledigt. Ja. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Was? Da. Die Richtung fahren wir. Das ist halt hier fies, ne? Hier ist extrem viel Nebel. Ja, bin ich jetzt in die falsche Richtung gefahren oder was ist jetzt schon wieder kaputt? Ne, da. Ne, da muss ich hin. Da haben wir zumindest schon mal eine Anomalie von der Esche. Jawohl. Nicht so prickelnd. Komm, Anomalie. Na komm schon, komm.
glänzende Meeresche, die haben wir noch nicht. Fantastisch, Freunde. Vielen herzlichen. Und die haben wir auch noch nicht. Ein Riffbarsch. Bringt alles Kohle. Naja, ganz geht so wie, ja. Wurscht, ich krieg eh nicht alles voll. Fahren wir wieder zurück. Da ist TLC. Also einmal umdrehen, bitte. Das Geld nehmen wir noch mit. Ah, einer geht noch. Passt. Kleinvieh macht auch Mist. Ja. Na, es hilft nichts, Freunde. $313, ja, kann man brauchen. Was auch noch geil wäre, ist hier eine Reuse. Soll ich mir die gönnen? Was kostet denn das? 135. 3 Tage 2 pro Tag. 5 Tage 2 pro Tag. Ja, nehmen wir die. Sehr wurscht. Nehmen wir noch eine Reuse mit. Weil hier gibt es auch wieder neue Krustentierarten, gell? Was, warum sind da wenige? Hier sind viele, schmeißen wir es da rein, so. So. Abhauen. Und er hat mich erwischt. Paniklevel hoch. Ah ja. Jetzt habe ich ein Problem, Freunde. Komm schon, es geht ja schon wieder blendend los, Freunde. Ich bin begeistert, wie geht's euch? Ich freue mich. Maximale Panikmodus, Schiff kaputt. Muss ich mir einen Haufen Kohlen bezahlen? Es läuft. Oh, schau her da. Mein Gott. $60 Ries, Falle. Ist ja nicht so, als bräuchte ich noch, gell? Ah! Schau, 5, das muss reichen. Mangrovenkrabbe, jawohl, verkaufen wir gleich. Die brauchen nämlich sehr viel Platz, nicht wahr? Schau, was das an Kohle bringt. 2 Stück, 109, war nicht schlecht, das ist nicht schlecht. So, Bahn rein. Jetzt müssen wir uns hier durchschlängeln. Das ist nicht einfach, Freunde. Überhaupt gar nicht so einfach. Ich bin genau in die falsche Richtung abgebogen. Andi, du bist der Beste. Bist einfach nur weit Glas.
Hier ist lauter Dredge-Zeug. Ja, hier müssen wir später her, Zefix. Shit. Da brauche ich ja Bomben und ich habe keine, oder? Genau so schaut's aus. Okay, wir haben keine Bombe. Es ist alles schon wieder so unbefriedigend. Was haben wir hier für Fischart? Ja, okay, fangen wir die noch. Ja, geil. Grinsender Knochenhecht, sehen Sie? Es ist gerade nicht sehr befriedigend. Jetzt kriege ich gleich auf die Fresse wieder, oder? So, das brauchen wir. Das ist Metall, das machen wir später. Ja. Abhauen, abhauen, abhauen. Weiß nichts hilft. Hm. 1100. Ja, es wird langsam. So, das Ding brauchen wir dann. Das Mörserrohr. Das ist für die Quest, für die Hauptquest wichtig. Das bleibt jetzt auf jeden Fall drin. Ja, weiß nichts hilft. Erst einmal Geld organisieren. Wir nehmen das, was rumschwimmt, was noch ein Fisch. Ja, das ist super. Da ist noch. Flächenmeeresche, nett. Nächste Anomalie. Ja, alleine dafür lohnt sich schon, die Enzyklopädie zu vervollständigen, nicht wahr? Ist auch nicht unbedingt das Allerschlechteste, was uns passieren kann. Okay, kann ich die alle mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Nein, die sind viel zu groß. Eine. So. Was, nicht mehr? Das war jetzt sehr wenig Geld. Ich dachte nur, okay. So, na, weil es nichts hilft. Die Reuse lassen wir jetzt, wie sie ist. Auf die Map schauen. Ich muss jetzt einfach geradeaus hochfahren. Irgendwie. Und eventuell brauchen wir dann eine Bombe. Das heißt, eventuell, ich brauche eine Bombe. Haben wir dann eine Wels? Schleichzeug. Wels ist hier definitiv nachts unterwegs. So, hier müssen wir her. Genau. Das sind die Schiffbrüchigen, die haben sich hier überall ein bisschen verteilt und der ist wichtig, der Typ. Ein großer Mann beobachtet dich durch den aufsteigenden Rauch eines Lagerfeuers. Er schnitzt beiläufig an einem Stück Holz und steht auf, als du an Land kommst. Fremder, nach deinem Gesichtsausdruck zu hören, hast du schon Bekanntschaft mit den hiesigen Bösewichten gemacht. Ja, haben wir. Wir setzen uns ans Feuer. Ich versuche, sie aus diesem verdammten Dschungel zu vertreiben. Seit wir hier abgestürzt sind. Die Jungs haben sie Geistfresser genannt, weil sie einem den Verstand rauben. Sie ließen uns Dinge sehen und Dinge tun. Ich möchte dich bitten, mich von hier wegzubringen. Allerdings erst, wenn ich mein Geschwader gerecht habe. Es helfe freilich.
Einige von uns stürzten im Nebel ab, krachten in Baumkrone oder fielen ins Wasser. Jene, die überlebten, sammelten sich hier unter der Krone dieses großen Baums. Doch er bot uns nur dürftigen Schutz. Bevor Hilfe kommen konnte, schwand unsere Zahl, dezimiert durch Feinde und durch den Wald selbst. So, wir helfen ihm natürlich. So, verstreute Mörserteile. Eins haben wir schon. So, Kameraden, Ehren, Entschuldigung, ich hab's jetzt übersprungen. Aber Erkennungsmarken können wir hier abgeben, nicht wahr? Und da kriegen wir Zeug. So. Okay. Erkennungsmarke, warte mal. Hier ist die Erkennungsmarke. Die können wir abgeben. Das Forschungsteil haben wir für die Mörserkanone bekommen, wa? So, da kriegen wir nämlich wieder ein Forschungsteil. Ist das nicht sensationell? Aber Moment, ich dock noch mal an, weil dann können wir gleich noch mal forschen. Auf jeden Fall das Teil hier fertig machen. Bin ich begeistert. Können wir dann einbauen? Mega. Ja, und als nächstes machen wir hier noch die Plattform. Der große Crown. Das kann aber auch nicht alles, ne? Denn ja, es ist jetzt eigentlich egal. Ich nehme einen Strahlenantrieb, Motor, egal, machen wir mal eins fertig. So. Ach so, warte mal. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich dächte, der verkauft Bomben. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ja, nee, der kann es später herstellen. Okay. Hab ich noch welche? Ich habe keine Bomben mehr. Na gut, Freunde, dann müssen wir nochmal zum... ja. Gehen wir doch auf den Sack, Mann. Abklingzeig ist hoch für Bann. Ja, ich weiß. Meine Herren. Es ist so schlimm. Ja, es hilft nichts. Ich brauche Geld. Ja. Ja, ist egal, wie ich fahre. Geht so auch. Mein. $266, ja, das hilft nichts, jetzt muss ich erst reparieren, $30, na das geht. Ah, super, das Geld reicht, ich kann meinen Rumpf verbessern, ja, Zeit wird's. So,
Rumpf fortgeschritten, Stufe 4. So, dann. Es ist egal, wir müssen nicht alles. Fangen wir mal. Achso, nee, das glaube ich, brauche ich gar nicht mehr. Fangen wir mal mit den Angelroutenplätzen an, weil es eh wurscht ist. So, das Holz haben wir schon mal. Passt. So, ich will aber noch versuchen, einen Wels zu fangen, wenn es irgendwie geht, weil jetzt ist die Zeit. Die kommen nämlich nur nachts raus und die sind hier um die Ecke. Normalerweise. Normalerweise sind hier immer die Wälse. Hier sind die Wälse. Ne, sind die Aale. Das sind die Aale. Okay, aber Wälse sind ja irgendwo. Die haben aber ganz ein blödes Platz, ne? Die haben. Nein. Machen wir mal den da her. Naja, das funktioniert sowieso schon wieder nicht. Doch, einer geht noch. Ah, genau. Selbst wenn ich den da her pflanze, dann funktioniert das nicht. Nee. Ja, die haben das ganz Schwieriges, ne? Ganz schwierig. Nee, ich fahr zurück. Ich dachte eigentlich, hier gäbe es der Wälse. Habe ich mich getäuscht. Aber das heißt nicht, dass es hier kein. Ja, freilich. Jetzt geht das Licht wieder aus. Warum? Ja, kein Stress. Jetzt haben wir hier gleich wieder da. Da. Passt doch. Wunderbar. Ja. So, und jetzt müssen wir die Mörserteile noch finden. Beziehungsweise, nee, ich glaube jetzt erst einmal mit ihr, ob sie noch was zu verkaufen hat. Ich brauche ein paar Bomben. Was, nur eine? Ja, wisst ihr was, dann gönne ich mir das Forschungsteil auch gleich, weil es wurscht ist. Ja, Mama. Oh, ist immer noch Abklingzeit, okay. Also, ne, ich fahre außen rum, wenn es geht. Und zwar hier rein und einfach geradeaus durch irgendwie. Das könnte ich in die Luft jagen, dann müssen wir. Nee. Schleich dich. Hier geradeaus durch, ja. Na bloß. Oh, nicht gegen die Wand fahren, Andi. Hier rein. Genau, hier haben wir das nächste Teil. Passt. Das hätten wir. Und jetzt zurück.
Okay. Ah, shit. Bräuchte ich zwei. Ah, das ist natürlich jetzt mega ärgerlich. Ja, wir können dann welche herstellen lassen. Das, glaube ich, ist das geringste Problem. Aber das Problem, ja, es hilft nichts. Ich muss jetzt außen rumfahren. Was haben wir hier für Fische? Haben wir die überhaupt schon? Tarpun, ne, haben wir noch nicht. Na egal, ich hau jetzt erst einmal ab. Da haben wir noch ein Schiffswrack, das ist, nehmen wir natürlich mit, weil da ist eine Erkennungsmarke. Okay, jetzt bin ich an der Spitze. Na, es haut schon hin. Fahren wir einfach jetzt außen rum. Was haben wir hier für Fische? Tarpun. Ist das dein Ernst, Andi? Boah, ich hasse alles, Freunde. Nicht dein Ernst. Noch bis ich da beim Phantom bin, da ist es nicht nur Nacht, sondern da ist der TÜV auch abgelaufen, ohne Schmarrn. Alter. Es ist so schlecht. Ja, ich weiß schon. Paniklevel. Kannst du nicht ausdenken. Nee. Der komplette Motor im Arsch. Wo ist kaputtes Monokel? Ah, mein Gott, na. Verkauf mal. Ja, $100 immerhin. Geht schon. So, lala. Bringen wir das Mörserteil wieder zurück.
Erst einmal Erkennungsmarke. Gibt's wieder ein Forschungsteil. Ist jetzt nicht unbedingt so wichtig, ne? Die kann man kaufen, so ist es auch nicht, aber wenn wir es schon haben. So. Wahrscheinlich sind dir in den Lagunen die Vorrichtungen aufgefallen. Es sind Fallen, die ich dort für die Geistfresser aufgestellt habe. Wir müssen sie nur noch dahin locken, ja, und dann in die Luft jagen. Haben wir sie festgesetzt, kann ich ihnen mit dem neuen Mörser den Garaus machen. Und das war's dann. Keine Albträume mehr. Wie geht's nun weiter? Spezielle Köder, das heißt, ich muss jetzt Fische fangen. So. Na, ihr wisst Bescheid. Ein Knochenhecht, zwei Meereschen. Okay. Einmal Knochenhecht, zweimal Meeresche. Wir müssen jetzt die Fischarten fangen. Ja, da könnte ich wieder was in die Luft sprengen. Hätte ich eine Bombe. So. Da haben wir schon mal ein Knochenhecht. Okay, das ist keiner. Auch nicht. Also, glaub ich glaube, muss ich mehr rausfahren. Richtung Ozean. Wenn das Gebiet nicht ständig so voller Nebel wäre, wäre es einfacher, ne? Auch nicht. Na, wer weiß, vielleicht brauchen wir sie noch. Oh, Wirbelstürmer, Anomalie. Vom Riffbarsch. Wie nett ist das denn bitte? So, Fernrohr rein. Gucken. Riffbarsch. Hier. Da. Großkopfmeeresche. Diese Richtung gar nicht weit. Na, sehen Sie. Zwei Stück. Oh, ernsthaft, nur eine da. Mann, ich hasse alles. Hier ist Anomalie am Start. Egal, ich fange es. Und schnell Bahn rein, zur Sicherheit. Okay. Sorry. Schaffe ich es jetzt tatsächlich nicht, eine Meeresche noch zu fangen? Das ist... Na doch, hier sind sie. Na, also geht doch. Mei! So, jetzt bloß nicht alles auf einmal verhökern. Also, 75 Dollar, 72 Dollar. Ja, verkaufen wir auch. Dann gehen wir nochmal in die Forschung und Entwicklung. Motor, bis das Army erledigt ist. So, es ist 17 Uhr, das reicht, da können wir durchfahren. Behaupte ich jetzt einfach. Ja, passt. So, sind jetzt der Welse da? Jetzt sind wieder die Aale. Ich dachte, hier sind Welse, okay. So. Okay. Okay. Köderie Nummer 1. Zweiter Köder. Da braucht er der Wels. Warte mal, wie schaut's mir? Kann ich den dritten Köder vielleicht schon mal? Zwei Aale, okay? Ich mach mal jetzt Platz, ich werf das zurück. Okay. Zwei Aale.
einen Wels und noch eine Meeresche, so wie es aussieht. Genau. Okay. Es ist Nacht. Beziehungsweise nach 18 Uhr. Das heißt, die Welse sind jetzt irgendwo am Start. Das sind nachtaktive Fische, gell? Der Barn ist um Gottes Willen. Jawohl. Wo sind die Welse? Das sind sie nicht. Blasentarpon, jawohl. Anomalie immerhin. Was ist das hier? Das sind alle, der Bereich 2. Okay. Zwei Aale hätten wir. Da sind Welse, passt. Ja, Andi, komm. Gut. Es ist aber gar nicht mal so früh. Ja, noch reagiert er nicht auf meine Berührung, ich weiß. Ist da eine Anomalie? Von wel? Von was? Vom Aal, okay. Zwillingsaale, schmeißen wir wieder rein. Ich habe keinen Platz. Jetzt brauche ich noch eine Meeresch. Ja, Panik! Vollgaspanik. Alter! Ja, jetzt wird's übel. Das war jetzt die ganze Nacht, wa? So. Jetzt noch eine Meeresche, bitte. Oh, hier. War schon wieder eine Dreiviertelstunde fast vorbei. Die Zeit verfliegt. Ich hasse alles. So. Passt. Also theoretisch müsste ich alles bei zusammen haben, was ich brauche. Für die Köders. So. Zweiter Köder. Also einmal Wels. Einmal Meeresche. Sehr gut. Und der letzte Köder. Zwei Aale. Perfekt. Ah, hat er sonst noch was? Bestückung der Fallen. Achso, nee, das ist sowieso schon markiert. Das brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt besprechen. Ja, Bombenbrei unbedingt wieder. Aber zur Not muss ich mir welche kaufen. So, hier ist die erste Falle. So, wir bringen uns in Sicherheit. So, er ist gefangen. So.
Das war in die Luft geflogen. Müssen wir aber mitnehmen. Nicht vergessen. Hier der Fleischklumpen. So, Teil 1. Aha. Ab und zu auf die Karte gucken, weil das ist hier so ein Labyrinth. Bin ich draußen? Freilich fährst du in die falsche Richtung, Andi. Super. Noch nicht. Ja, machen wir später mit den Fischarten wieder, gell? Jetzt bin ich schon wieder... Da müssen wir her, meine Herren. Na, fischen werden wir später. So. Kann doch nicht die Wahrheit sein. Und Volltreffer. So, und jetzt kann ich einfach nach Norden durchpreschen, das wäre ein Traum. Oder ist wieder ein Hindernis im Weg, das wäre nämlich auch nicht das erste Mal. Ah, könnte funktionieren. Jetzt hier rechts. Natürlich fehlt eine Bombe. Ich hasse alles, Freunde. Nein, ich weigere mich jetzt da rauszugondeln. Was haben wir hier für Anomalie? Gar keine mehr, weil es verschwunden ist, super Andi. Oh ja, was hat da. Warum kommen wir, wo kommen wir denn so die ganzen Schwammerl her? Kann es sein, dass ich wieder falsch bin? Freile. Hä? Aber bin ich nur noch bescheuert oder wie? Ah, da. Hier vielleicht? Na Freile! So, weg. Yay! Ich bin, ja. Weil ich schon so spät. Wo ist denn? Okay, die Richtung stimmt, aber es ist ein weiter Weg. Gott. Ah!
Na, keine mehr Chiffon. Gib Gas. Okay. Wir sind safe. So, jetzt fahren wir noch zum Abschluss. Jetzt ist mir 50 Minuten, man glaubt es ja nicht. Jetzt fahren wir noch zum Abschluss zu dem Kollegen zurück. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was man mit diesen Kadavern anfangen kann. Ich hab's vergessen. Aber da müsste es noch was zum Herstellen geben. Ich glaube, wir können dann allgemein Köder herstellen. Ja, wir können allgemein Köder herstellen. So, Kadaver, da wollen wir mal sehen. Fleischklumpen, ja. Du reichst dem Flieger den zerfetzten Fleischklumpen, er ist nahezu formlos, doch ihr wisst beide sehr gut, zu wem er gehört haben kann. Ja, er stochert in sein Messer in der gummiartigen Fleisch herum, er scheint zufrieden zu sein, ja. Das war eins dieser Biese, wir machen Fortschritte, es gibt noch viel zu tun. Hast noch mehr? Freilich. Hast noch mehr? Freilich. So, ein metallisch glänzender Gegenstand. Halskette. Quest-Item. Danke. Das war's, schätze ich. So, was willst du jetzt tun? Ich weiß nicht. Ich dachte, ich würde dich bitten, mich von hier wegzubringen. Aber das hier ist doch eine Art Heimat geworden. Es fühlt sich nicht richtig an, meine Brüder hier zurückzulassen. In der Zwischenzeit könnte ich spezielle Köder. Genau. So, der gemischte Köder, der ist übrig geblieben. So, jetzt schmeißen wir einfach irgendwo, wo wir sind, den Köder rein. Und können dann, wie gesagt, von ihm Köder zum Tausch bekommen, durch Fische, die wir abgeben, schmeißen wir irgendwo rein und dann kommen random Fischarten. Das ist sensationell. So. Okay, Freunde, das heißt für uns, dann nenne ich ruhen, ablegen. So, hier. Nicht bewegen, Andi, nicht bewegen, nicht bewegen. Manifestation benutzen, bitte. Jawohl, Gott sei Dank. So, wir geben ihm das Teil. Ein herausragender Fund. So etwas verlangt nach einem Ehrenplatz in meiner Sammlung. Die Ketten, jawohl. Und ich nehme an, du erwartest eine Belohnung dafür. Ja, freilich, nichts ist umsonst. Einmal mehr öffnet er das Buch. Staub wirbelt auf, als er daraus vorliest. Du fühlst dich plötzlich schwach, aber du siehst, stehst da wie angewurzelt, deine Knie drohen nachzugeben. So, Entropie. Fange sofort einen ganzen Fischschwarm. So, jetzt haben wir noch ein Gebiet vom Hauptspiel. Und zwar den Teufelsgrad. Und der ist wirklich teuflisch, wenn ihr mich fragt, Freunde. So. Und zum Abschluss möchte ich noch versuchen. Ah, jetzt habe ich die Route nicht dabei. Nein, ist egal. Gehen wir noch ein bisschen angeln. Beziehungsweise dredgen. Ganz wichtig. Wir brauchen noch für unsere letzten Aufbaustufen Materialien. Ich weiß gar nicht, ob ich von denen schon eine Anomalie habe. Wie auch immer, ich hab's gefangen. Da haben wir noch eine Flunder. Wie gesagt, keinen blassen Schimmer. Kann ich denn irgendwie hindrehen, dass ich zwei Lagerplätze habe? Nee. Kann ich, ne? Kabeljau geht noch. Ah. Passt schon so.
Makrel. Ah ja, es ist noch 18 Uhr. Oh. Wieder eine Anomalie gerade. Der Tumorzwicker, ja, haben wir schon. Kann ich nicht mitnehmen, egal. Okay. Reparieren, da war was kaputt, okay. Ah ja, genau, das war die Reuse, stimmt. Dann gehen wir zum Token Dock. Okay, wir haben nichts. Frachtplätze. Ja. Ja, wir machen jetzt einmal von oben nach unten alles durch. Ja, da brauchen wir jetzt einiges an Rohstoffen, das hilft nichts. Wir müssen noch dredgen, aber das machen wir im nächsten Part, Freunde. Es ist ja eine Stunde wieder. Ist ein bisschen lange, wa? Aber wir haben jetzt wieder einen Teil der Hauptquest erledigt, Freunde. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer weiterhin viel Spaß mit Dredge. Danke, dass ihr da wart. Und bis nächstes Mal hoffentlich. Habt ihr, Leute. Ciao, servus.